Moin moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen zu diesem Spotlight. Heute reden wir über eine Familienachterbahn, die mehr durch ihre Wartezeit glänzt als durch Fahrzeit und Thrill. Es geht um den Seven Dwarfs Mine Train im Disney's Magic Kingdom in Orlando. Seven Dwarfs Mine Train hat am 28.05.2014 eröffnet und ist eine Familienachterbahn von Vekoma mit einer Besonderheit. Die Wagen können nämlich schaukeln. Ihr sitzt quasi in so kleinen Loren und in den Kurven können die so ein bisschen ausschwingen. Was optisch auf jeden Fall ziemlich cool ist, während der Fahrt merkt man da ehrlich gesagt jetzt nicht so viel von. Die Bahn ist insgesamt 12,5 Meter hoch, 54,7 km/h schnell, 610 Meter lang, hat zwei Lift Hills und einen Dark Ride Part. Es gibt insgesamt 5 Züge, a 5 Wagen, also 5 dieser Loren, wo jeweils 2 Reihen drin sind, a 2 Sitzplätze und ein Lapper. Es ist eine Familienachterbahn, dementsprechend ist sie nicht hoch und nicht extrem schnell oder sonst irgendwas. Dementsprechend ist aber auch die Wartezeit immer extrem hoch. Gerade in der Anfangszeit hatte die Bahn im Normalfall Wartezeiten zwischen 150 und 180 Minuten. Da muss man dann natürlich selber entscheiden, ob man Bock hat, das für eine Familienachterbahn anzustehen. Als ich das letzte Mal in Orlando war, war es auf jeden Fall wesentlich weniger und gerade zu Beginn des Tages, dadurch, dass man das Fastpass-System halt auch komplett umgeschmissen hat in Orlando, haben wir da, glaube ich, eine halbe Stunde gewartet, wenn überhaupt. Das ist dann vollkommen in Ordnung für die Bahn. Ab 2 Stunden, ab 1,5 Stunden würde ich schon sagen, so, weiß ich jetzt nicht. Thematisiert ist die Bahn, wie der Name vielleicht schon verrät, zu den 7 Zwergen aus Schneewittchen. Es gibt keine grundlegende Story. Ihr betretet halt einfach nur das Haus oder die Mine der Zwerge, geht mit denen quasi auf eine Reise, fahrt mit denen da durch in den Minenzug, kommt dann halt auch in der Mine an, wo die Zwerge arbeiten und auch singen, den bekannten Song aus Schneewittchen. Und ganz am Ende neben der Bremse ist dann auch noch das Häuschen von denen, zusammen mit Schneewittchen, wie sie tanzt, mit verschiedenen Tieren und so weiter und so fort. Das basiert halt alles auf dem 1937er Film, dem ersten Langfilm von Disney. Dementsprechend ist es schon cool, dass man da endlich mal eine Achterbahn zugebaut hat oder eine große Attraktion zugebaut hat und das wertschätzt. Ja, also zum Layout, ihr droppt aus der Station raus, rechts, direkt in der Linkskurve auf den ersten Lift auf 9,4 Meter hoch. Da droppt ihr dann rechts runter, habt dann so einen Links-Rechts-Links-Wechsel und dann wieder einen Rechts-Links-Rechts-Links-Wechsel. Also spannende Fahrfiguren gibt es in dem Layout jetzt nicht. Man fährt halt relativ bodennah und schaukelt halt durch die Gegend. Es sieht halt wirklich aus wie ein Minenzug. Es ist wie bei Big Thunder Mountain, dass die Schienen halt nicht weit vom Boden entfernt sind. Das ist optisch auf jeden Fall extremst cool. Das ganze Gelände ist halt dann so hügelig gebaut und so. Und gerade wenn dann ein Zug vorbeikommt und die Wagen halt so ein bisschen ausschwingen, das sieht optisch schon sehr, sehr geil aus. Fahrtechnisch ist es halt eine nette Familienachterbahn. Dann kommt ihr auf jeden Fall im Dark Ride Part an. Da fahrt ihr eine Links- und eine Rechtskurve und einen Lift hoch. Habt halt überall Zwergen-Animatronics. Die sind gut. Die bewegen sich wirklich sehr, sehr gut. Ihr habt halt den bekannten Hey-Ho-Song da drin. Das, was ich schade finde, was aber auch für Frozen in Orlando gilt, ist, dass die Gesichter projiziert sind. Das beißt sich irgendwie so ein bisschen bei Animatronics, finde ich, weil sich dann das Gesicht so komplett absetzt und dadurch irgendwie, weiß ich nicht, das wirkt irgendwie wie ein Fremdkörper dadurch. Nichtsdestotrotz ist der Dark Ride Part cool. Der wird zwar auch relativ flott durchfahren. Ich meine, wenn 5 Züge auf der Strecke sind, muss das ja auch flott gehen, weil ihr habt, glaube ich, was ist die Fahrzeit? 2 Minuten, 2,5 oder so. Also auch nicht viel Zeit. Deswegen muss man da relativ flott durchfahren. Dann geht es auf jeden Fall auf den zweiten Lift auf 12,5 Meter. Da ist dann von außen optisch die coolste Stelle, weil der Zug dann mit so einem kleinen Pre-Drop aus dem Berg, aus der Mine rauskommt, komplett runter droppt in eine Rechtskurve, die ansteigt und dann gerade über eine Brücke über diese Rechtskurve. Optisch auf jeden Fall richtig schön gemacht. Das ist sehr, sehr cool. Da unten wird auch das On-Ride-Foto gemacht, beziehungsweise das On-Ride-Video, denn Seven Dwarfs ist eine der wenigen Attraktionen. Wenn ihr das Magic Band und den Fotopass habt, kriegt ihr da sogar ein kleines Video, wie ihr da mit dem Zug in Zeitlupe runterdroppt. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Feature. Auf jeden Fall fahrt ihr über diese Brücke dann rüber, droppt nach links runter, rechts, links, Combo in die Bremse rein. Da fahrt ihr dann noch eine Rechtskurve an dem Haus mit Schneewittchen vorbei, was die meisten wahrscheinlich nicht sehen werden, weil man da
wenn nicht alle Züge drauf sind, bleibt man da nicht stehen und dann fährt man da halt relativ fix vorbei und dann kommt ihr quasi in der Station an und das war's dann auch. Seven Dwarfs ist insgesamt eine nette Bahn. Es ist eine gute Bahn, die hat jetzt keinen Thrill oder sonst irgendwas. Es ist halt eine Familienachterbahn für die Kleinsten. Die Thematisierung von außen ist super schön gemacht. Das sieht echt toll aus. Der Dark Ride Part ist voll in Ordnung. Was halt schade ist, ist, dass halt keine Story erzählt wird. Also ihr habt halt einfach lose irgendwelche Bröckchen aus Schneewittchen da drin. Ja, das Gesamtpaket ist nett, ist gut, aber halt immer im Gegensatz zur Wartezeit. Weil die Wartezeit ist immer viel zu hoch für das, was ihr da quasi erlebt und geboten bekommt. Und das ist halt immer so. Deswegen als Tipp, wenn ihr in Orlando seid, geht relativ früh zu Seven Dwarfs. Oder halt sehr, sehr spät zu Seven Dwarfs, wenn irgendwie Abendshow ist oder sowas. Dann habt ihr Glück mit den Wartezeiten, weil ansonsten ist tagsüber da normalerweise Hölle. Besonders, weil es in der Warteschlange auch noch interaktive Elemente gibt oder gab. Also beim letzten Mal waren die zumindest aus. Die einfach nur nerven mit der Zeit. Wo Kinder so Trommeln drehen können, so auf Edelsteine hauen können und sowas. Ja, es ist einfach super anstrengend dann. Naja. Seit 2016 gibt es übrigens auch eine Version von Seven Dwarfs im Disneyland Shanghai. Eigentlich komplett gleich gebaut, nur das Haus von Schneewittchen in der Bremse ist ein Stück weiter entfernt von der Schiene und die Songs sind auf Mandarin. So, das ist der einzige Unterschied. Ansonsten ist komplett baugleich. Ja, das nochmal ein Drittel länger. Vielleicht, das wäre cool gewesen. Und mit einem längeren Dark Ride Part, der nicht nur aus zwei Kurven besteht. Das wäre wirklich geil gewesen. Potenzial verschenkt. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt am Ende von diesem Spotlight angekommen. Ich wünsche euch viel Spaß auf den Achterbahnen und in den Freizeitparks dieser Welt. Bis dann.